Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Resident Evil 1 für die Switch. So, in der letzten Folge haben wir den Rüstungsschlüssel bekommen und den werden wir jetzt mal zum Einsatz bringen. Gucken wir mal kurz auf die... Wir müssen noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Um zu sehen, ob ich auch richtig bin irgendwie. Also da ist zumindest ist da noch mal eine rote Tür. Wir können ja mal gucken, ob wir die aufmachen können. Oh, hier. Gehen wir noch mal rein. Oh, jetzt geht's sogar. Okay. Mal sehen. Steht auch irgendwas, ne? Was ist das? Batteriepack mitnehmen? Ja. Da ist doch irgendjemand an der Scheibe. Seht ihr das? Da ist doch irgendwas Schattiges an der Scheibe. Der will wahrscheinlich hier rein gerne. Darf der aber nicht. Da können wir rein? Okay. Schauen wir mal. Okay. Oh, da ist irgendwas, was peitscht und der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Ja. Welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Sieht nicht viel. Ich traue mich gar nicht hin zu den Pflanzen. Oh. Gehen wir schnell raus. Heieieiei. Da gehen wir schnell mal raus. Da kann man, glaube ich, noch nicht so viel machen. Müssen einmal kurz gucken. So, gehen wir erstmal zurück. Wo wir da hinkommen können. Wenn jemand raus ist zum Ding. Gehen wir hier mal längs. Und die Tür. Ja, dann mal rein. Das Regal ist von 100%igem Alkohol. Okay. Hier liegt einer. Aber warte mal, ich habe mal eine Idee. Warte mal, wir gehen. Nee, ach, warum gehe ich denn raus? Ich wollte da drin bleiben. Mann, Mann, Mann. Total verwirrt, der Gute. Mal sehen. Okay, da können wir auch nochmal längs. Wieder auch nochmal durch. Die haben die Tür aufgeschlossen. Oh, das ist bestimmt eine Tür, die woanders hinführt, wo wir noch nicht hingekommen sind. Oha. Gehen wir gleich hier wieder rein. Okay, wir gehen nochmal hier rein. Da lag ja einer. Der wird wahrscheinlich gleich aufstehen, wenn wir da drin sind und uns irgendwie angreifen. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Tagebuch des Wächters. Pokerabend mit Scott und Elias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumt ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat, Mistkerl. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Es gab mir auch einen, befahl mir ihn anzuziehen. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. Krankenabteilung. Ich ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Sie haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merke ich, dass einige entgegen entkommen waren. Oh.
Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt, ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung um meinen Arm kratze, fiel ein Stock verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? Fieber weg, alles juckt, Hunger, esse Hundefutter. Juckt, juckt, Scott kam hässlich, habe ihn gefressen, lecker. Juckt, lecker. Gut. Okay. Oh nein, hau ihm Messer in den Kopf. Oh nein. Oh nein, hau ihm Messer in den Kopf. Oh, da hab ich den Kopf weggeballert. Was mit dem anderen? Okay. Ist er bestimmt nicht tot. Oh, ist er anscheinend okay. Das. Noch eine Batterie. Nehmen wir mit. Betäubungsgewehr, okay. Oh, mehr ist hier aber nicht drin, ne? Gut. So. Ach, hier ist noch eine Tür. Was ist hier denn? Ein Messer oder ein Dolch. Wo ist da hin? Okay, die haben wir noch nicht gesehen. Mal gucken. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Ach, warte. Blau und gelb ist das bestimmt der... Den blauen Rubin, den wir irgendwo gefunden haben, den können wir bestimmt da reinsetzen. Das machen wir mal. Den müssen wir jetzt mal holen. Aber ist ja nicht weit weg. Also, holen wir den mal kurz. Yes. Gut. Ich denke mal, der kommt da rein. So, können wir hier nochmal rein. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen, wie heißt das? Petroleum holen, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen Kerosin holen, damit wir die Viecher noch weiter verbrennen können. Bin mir ziemlich sicher. Hä? Was mach ich denn da? So. Gut, nochmal ist over da. Bin ich ausgerüstet. So. Huch. Durch wieder. Und dann geben wir in den Rubin mal den Tigerkopf rein. Meine. Der müsste da ganz gut reinpassen. Glaube ich zumindest. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber müsste eigentlich gehen. Okay, warte mal. Guck. Oh. Die nehmen wir mit. Haben wir jetzt noch gar nicht gebrauchen. Aber egal, wir haben es zumindest. Weiter kommt man hier aber nicht, ne? Nee. Okay, gut, den haben wir.
Mal kurz auf die Karte gucken, um zu sehen, ob wir auch nicht irgendwas vergessen haben hier. So. Also hier haben wir auch alles erforscht eigentlich. Das heißt, wir können auf jeden Fall zurücklaufen. Obwohl, da ist noch eine Tür, ne? Können wir die ja auch aufmachen. Obwohl, nee, da ist ja da... Achso, klar, da ist ja auch der Gegner jetzt, ne? Geh mal kurz durch und schießen den Gegner da im Kopf. Oder versuche ihn zu erschießen. Wenn es klappt, ich weiß es natürlich nicht. Oh oh. 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 Gut, sind wir schon mal rein, aber den haben wir auf jeden Fall zwei Schüsse verpasst. Das war aber zu wenig und er hat uns auch ganz schön Schaden zugefügt, glaube ich. Oder? Ja, unsere Gesundheit ist nicht mehr die beste. Ein kostspieliger Flügel. Das ist auf jeden Fall ein... Nehmen wir mit. Das ist ein Regal. Das Regal sieht nach... Sieht aus, als würden es als ob man es schieben kann, genau. Das? Ach, wir können die natürlich nicht tragen, die Sonate. Wissen wir schon, was die eine Sonate ist? Problem ist bloß, dass wir, glaube ich, gleich sterben, wenn wir hier wieder rausgehen. Denn der Typ wird uns ja gleich wieder angreifen. Ist natürlich blöd, wir können auch nirgendwo speichern hier. Wir können nur laufen. Scheiße. Mist. Problem ist, dass uns das hier gar nichts bringt. Wir auch nichts essen können. Sehr ärgerlich. Und jetzt zu sterben ist doch sehr ärgerlich. Scheiße, ich glaube, wir sterben jetzt sofort. Es sei denn, wenn er direkt vor der Tür ist, sterben wir sofort. Wenn er nicht vor der Tür ist, haben wir vielleicht Glück. Aber ich glaube fast, er ist vor der Tür. Oh. Oh. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe auch keine Munition mehr. Nein! Wir gehen nochmal raus. Ist er gerade wieder weggegangen? Wenn nicht, müssen wir gleich wieder reinrennen. Ah, oh, ist das ätzend.
Ich möchte nicht sterben jetzt hier. Ah, warte. Oh, lauf. Oh nein! Oh nein! So ein Scheiß. Haben wir doch gerade so viel geschafft. Ach, das ist doch verfickt ärgerlich, ey. You're dead. Scheiße. Das ärgert mich. Aber? Kann sich ändern. Scheiße. Das ist wirklich ehrlich, aber ich glaube, das können wir relativ schnell wieder machen. Denn wir müssen ja nur dieses Auge mitnehmen. Im Dunkeln lauert die Angst, ja, du Spacken. Wir wissen, dass da die Angst lauert. So. So, pass auf. Lass uns kurz hier. Nimm so ein Kräutergemisch noch mit. Ich habe neu geladen und dann bleibt die Munition auch weg. Das ist ja beschissen. Das ist ja beschissen. Na gut. Ah, das ist ja wirklich blöd. Nee, bleibt ja nicht weg. Ich finde die Munition ja erst gleich. Okay, also wir müssen nochmal das Ganze machen jetzt hier. So viel war das eigentlich auch gar nicht, glaube ich. Auch nur, weil wir ein bisschen vorsichtiger vorgegangen sind. Deswegen hat es so lange gedauert, glaube ich. Warte, wir gehen erstmal hier hin. Direkt hier rein. Achso, warte. Mit. Geh dazu. Wahrscheinlich, wenn wir den anderen Stein holen, kriegen wir was anderes. So, erstmal hier rein. Ich glaube, hier gab es Munition, ne? Ach, ich kann die Munition nicht tragen, weil ich... Okay. Das habe ich schon gelesen. Komm raus. Ah, die kann ich nicht nehmen. Na, warte, ich muss alles machen. Wollen wir herkommen hier? Oh, können wir schon einsammeln? Nee, können wir noch nicht. Auch noch nicht. Doch, können wir schon. So. Können wir
Das Messer wieder einsammeln? Na klar, wie cool ist das denn? Gut. Rotwein ist gut. So. Kann man nicht mitnehmen, ne? Das ist natürlich echt blöde. Das ist ja echt blöde. Müssen wir merken, dass hier noch Munition liegt. Die müssen wir auf jeden Fall noch holen. Mal kurz auf die Karte nochmal gucken. Da geht's raus auf den normalen Gang oder hinten geht's rein zum. Wo geht's denn da? Ach ja. Nein, hier rechts. So, wir gehen hier raus. Wir wissen, dass der schnelle ist, wissen wir. Vielleicht können wir den ja einen Kopf ballern. Der nicht ganz so schnell ist. Gut. Ja, perfekt. Perfekt. Haben wir natürlich ordentlich Munition verballert. Aber der ist jedenfalls finito. Mal gut. So, hier können wir nochmal verwenden, den Schlüssel. Hier gibt es die Mondscheinsonate. Wissen wir ja schon. Aber da können wir auf jeden Fall die Farbbänder schon mal mitnehmen. Hä? Okay, okay. Nehmen wir mit. Und sonst gab es hier nur noch das Brett, das Ding, das wir da zur Seite schieben konnten. Können wir auch nicht mitnehmen, macht aber nichts. So. Wir sind auch schon wieder ein ganzes Stückchen weiter. So, hier gehen wir wieder rein. Und dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Hier müssen wir vorbei an dem. Und hier? Nee. Gehen wir durch. Gehen wir da nochmal. Ach, das ist das Außengelände, ne? Den können wir da nicht einfach gehen. Pump mal Wasser. Und wir nehmen mal diesmal die Farbe Rot. Ich sehe aber nichts. Wir können auch nicht dran vorbeilaufen. Ich glaube, dann kriegen wir einige Klatsch von denen. Okay, kann man noch was anderes machen da an der Pumpe? Gehen wir jetzt mal auf grün. Okay, schnell auf keine Farbe. Okay. Bringt uns nichts. Können wir noch nichts. Müssen wir wahrscheinlich rausfinden, woran es denn liegen würde. Aber das machen wir ein anderes Mal. Ich würde sagen, für heute haben wir genug geschafft. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.